Ja, hallo. Heute ein Video über eine Bremsscheibe. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso kann man denn über eine Bremsscheibe ein Video machen, dann seht es euch einfach an. Viel Spaß. Ja, vor einiger Zeit ist eine neue Art der Bremsscheibe oder eine neue Bauform der Bremsscheibe in den Markt gekommen. Und die hat eine Besonderheit, die man einfach wissen muss. Und die gucken wir uns jetzt zusammen mal in der Werkstatt an. Kommt mit. So, hier sind wir an der Werkbank und hier seht ihr diese ominöse Bremsscheibe. Und ihr seht auch direkt einen Fehler, den man mit nicht machen sollte. Und zwar, man sollte diese Bremsscheibe nie so tragen, sondern immer so. Und was hier jetzt Besonderes ist an dieser Bremsscheibe, das gucken wir uns auch mal an. Also der Unterschied ist nicht so direkt auf den ersten Blick zu erkennen, mal abgesehen von der Größe. Aber die Bauart ist doch erheblich unterschiedlich und das gucken wir uns, wie gesagt, jetzt mal zusammen an. Das hier ist eine herkömmliche Bremsscheibe, wie man sie halt kennt, aus Guss und ja, ansonsten nichts Besonderes. Das ist diese, ich nenne das mal neue Bremsscheibe oder diese neue Art. So richtig neu sind die eigentlich nicht mehr, aber dennoch, viele werden es wahrscheinlich noch nicht kennen. Und zwar ist das hier Guss, so wie wir das kennen, aber das hier drin ist ein einfacher, das ist ein Blechtopf. Und dieser Blechtopf, der ist hier über eine Verzahnung quasi in das Guss mit eingearbeitet. Hier könnt ihr das sehen. Das Problem daran ist eben, dass das hier eben ein massives Gussteil ist und das hier ein relativ dünner Blechtopf. Und wenn ihr das Lenkrad einschlagen wollt, wenn ihr am Arbeit seid und mal hier anpackt und mal kräftig zieht, dann verbiegt ihr unter Umständen diesen Blechtopf und habt dann den Erfolg, dass ihr danach ein Schlagen in der Lenkung habt. Ja, und das wollen wir nicht. Diese Bremsscheiben sind natürlich relativ teuer oder sehr teuer sogar. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Wir gucken uns das jetzt aber noch mal etwas genauer an. So, hier könnt ihr mal die Dicke sehen von diesem Topf. Das ist jetzt nicht so richtig dick. Also, 2,5 mm ist dieses Blech nur stark. Jetzt probieren wir mal aus, ob wir auf der Presse diesen Topf herausgedrückt bekommen. So, jetzt haben wir den Topf raus und da könnt ihr mal diese Verzahnung euch mal etwas genauer angucken. Also in dem Guss ist eben quasi ein Zahnkranz mit eingesetzt und dieser Topf, ihr könnt ja sehen jetzt auch, dass ich den jetzt so bearbeitet habe, dass der wirklich krumm ist. So, und dieser Topf, der greift halt in diese Bremsscheibe dann rein. So, und das soll halt, ja, soll halt die Bremsscheibe leichter machen. Man kann ich sag mal im Endeffekt eine monströs große Bremsscheibe nehmen und dieser ganze innere Teil ist dadurch, dass es eben einfach nur ein Blechdeckel ist, sehr, sehr viel leichter. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wieder eine tolle, großartige neue Idee, die uns das Leben in der Werkstatt zumindest mal nicht einfacher macht. Ja, also achtet darauf, wenn ihr selber an so einem Auto arbeitet mit dieser Art von Bremsscheiben, dann lenkt den nicht ein. Also zieht nicht an der Bremsscheibe, sonst habt ihr sie unter Umständen schon zerstört. Und diese Bremsscheiben sind einfach sehr, sehr teuer und es ist einfach unnötig, die kaputt zu machen. Wenn ihr das Video gut und informativ fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Über dieses Logo könntet ihr ein Abo hinterlassen, worüber ich mich sehr freuen würde. Und rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos. Vielen Dank fürs Gucken. Bis bald. Tschüss.